Servus, der GGG hat sich etwas mit kosmischen Megastrukturen gespielt. Er fragt sich jetzt, ob es so etwas in fernen Sternensystemen tatsächlich gab. Einerseits ist es verständlich, die Energie einer Sonne zu nutzen, auf der anderen Seite würde der Bau einer Dyson-Sphäre ewig dauern. Noch skurriler ist die Dyson-Scheibe. Wie hier im Video zu sehen ist, handelt es sich um eine megaionische Scheibe. Auf ihr sind Kontinente und Ozeane größer als Planeten. Eine solche Megascheibe wäre so gewaltig, dass es unmöglich ist, mit normalen Fahr- oder Flugzeugen die Kontinente zu überqueren. Die Frage nach der Sinnhaftigkeit stellt sich durchaus, und am Ende ist da noch die flache Erde. Ein Konstrukt, das wesentlich kleiner als die Dyson-Scheibe ist. Könnten wir sowas bauen? Kaum, auch dieses Bauwerk ist gewaltig und die Kontinente auch kaum auszumessen. Am Ende denkt der GGG, dass Megastrukturen wahrscheinlich nur Fantasieprodukte sind. Adios.